Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir haben in der letzten Folge ordentlich an Leuten oder neuen Mitarbeitern bekommen. Und in dieser Folge müssen wir gucken, upsala, das war nicht der Plan, dass wir das weiter verbessern können. Ich suche jetzt gerade nach einem schönen Platz zum Abbauen lassen. Vielleicht einiges an Geröll noch rumliegt auch. Aber wirklich schöne Plätze sehe ich jetzt hier weniger. Ich kann mir jetzt höchstens zum Beispiel sagen, hier alles liefer auch wieder nach hier. So, und alles gut läuft, kriegen wir langsam auch hier wieder an Maschinenteilen und alles was rein. Aber wenn das so wäre, fremd in einem fremden Land. Einer der unserer Sponsoren hat einige unglückliche Fotos von der Marsoberfläche gemacht. Auf einigen von ihnen ist ein nackter Junge zu sehen, der arglos herumspringt und auf der Marsoberfläche spielt. Nirgends ist eine Sauerstoffmaske oder ein sonstiger Schutz von der harschen marsianischen Kälte zu erkennen. Physiker zeigen sich verblüfft und spekulieren über optische Täuschungen, atmosphärische Anomalien und alle möglichen Quantenphysik-Unsinn. In Wahrheit könnten wir jedoch nicht sicher sein, worum es sich handelt, solange wir keine Expedition entsendet haben. Effekt, eine planetare Anomalie wurde auf der Karte verzeichnet. Das wäre doch was für uns, oder? Verirrtes Kind. Aber die Expedition können wir aussetzen. Auch schicken. 13 Stück. Das kriegen wir doch hin. Starten. Es sind 13 Passagiere an Bord, aber die Kolonie hat nur Platz für 4 neue Bewohner. Dann starten wir das trotzdem und nehmen dafür und bauen jetzt noch auf die Schnelle ein Wohnhaus. Ich durfte gerade naschen, das ist super. Wie viel haben wir Platz maximal? 24. 12 drin Platz. Das ist eine intelligente Anlage, die können wir uns nicht leisten. Magnetische Extraktion. So. Schau, die sollen das jetzt hier bauen. Ein paar kleinere Wohnungen, auch nicht schlecht. Freunde sich sicher drüber. Was mein Problem ist, die Maschinenteile. Ich brauche unbedingt mehr Maschinenteile. Ich habe gehofft, die Produktion wäre jetzt hoch genug mittlerweile, aber es ist immer noch nicht. Wir brauchen allein 6,4 noch für die Wartung. Wir haben aktuell 0. Die produzieren hier 2. Und die hier hinten produzieren 3. Da ist es schon angebracht, okay. Das Wasser ist auch schon wieder unzureichend. Alles, das ist uncool. Wohnflächen. So, okay. Lauft mal raus, meine Freunde. Zwar abreisen, aber bevor ihr irgendwas macht. Expedition aussenden, Phoenix dann schicken. Die ist vorbereitet jetzt für eine Mission. Gut ist ja, dass wir so viele Tankplätze haben. Ja. 1,9 Sols. Schon wieder. Warte auf Ankunft der erforderlichen Fracht. Wartet auf Entladung unnötiger Fracht.
So, Leute, Frage, warum entladet ihr jetzt nicht zum Beispiel die Nahrung? Oder braucht ihr dafür erst wieder ein Universal? Ah, weil es natürlich nicht Teile ist. So. Dann geben wir uns so einen kleinen Push-Start vielleicht mal. Vielleicht hilft das. Uns eine Rakete mit ein paar Ressourcen nochmal und schauen, dass wir das Ganze reparieren können. Weil sonst haben wir in Zukunft ein Problem. Low-G-Turbine haben wir jetzt erforscht. Upgrade für Kliniken. Holographisches erhöhen die Geburtenrate innerhalb der Kuppel. Okay. Neues Gebäude, MVS-Laser, zerstört herabstürzende Meteoriten in Reichweite. So, wie gesagt, das müssen wir machen auf jeden Fall. Anbau ohne Kuppel. Offene Farm. Upgrade-Extraktoren, magnetische Extraktion, erhöht 50% der Produktion. Auch nicht schlecht. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir unser ganzes System besser upgraden können. Wie schaut es mit der Fabrik aus? Die könnte laufen, wäre sie repariert. Ah, die ist jetzt repariert, cool. Die Produktion sollte auch steigen bald. So. Dann sollte jetzt eine Rakete immer bitte bald landen. Kehrt von einer planetaren Anomalie zurück, verirrtes Kind. Schauen wir, jetzt sollte sich das hoffentlich bald alles lösen. Wir haben nur noch 22 Stunden Wasser. Das ist ungut. Die Extraktoren da oben sind echt nicht produktiv. Und vielleicht auch, weil ich die hier oben gebaut habe. Ah, das war eine dumme Idee. Ja, warte kurz, ich muss jetzt unten landen. Bringt die zum Landen. Wir haben noch 19 Stunden Zeit, bevor unser Wasser ausgeht. 18 Stunden. Wir geben denen jetzt einfach eine höhere Prio. Immerhin sind es unsere Wasserextraktoren. Ohne den stehen wir scheiße da. Bedeutet, die kriegen die maximale Prio in dem Fall. Die Mediziner sind mit einem 12-jährigen, absolut gesunden Jungen zurückgekehrt. Eine DNA-Analyse hat bestätigt, dass er zu 100% menschlich ist und konnte sogar seine Herkunft ermitteln. Sehr wahrscheinlich wurde er an Bord einer früheren Erkundungsrakete geboren, von der wir dachten, sie sei zerstört worden und deren Besatzung seitdem als vermisst gilt. Es ist noch immer ein Rätsel, wie der Junge ohne Schutz auf dem Mars überlebt hat. Er spricht keine menschliche Sprache, er lächelt lediglich und sieht sich mit strahlenden Augen um. Er scheint nie zuvor anderen Menschen begegnet zu sein. Wir müssen ihm also alles über unsere Kultur beibringen, bevor wir ihn Fragen stellen können. Es soll eine normale Kindheit haben, behandelt ihn wie jedes andere Kind. Schick ihn zur Erde, jetzt sollen die Sponsoren kümmern. Mit Hilfe von Hypotenuse werden Wissensmittel Informationen freigeschaltet. Wir warten, bis er erwachsen ist. So, Wasser sollte hoffentlich bald kein Problem mehr sein. Bitte. Ich will, dass unser Wasserstand wieder steigen kann. Und das auch mal für eine Zeit, bitte. Das wäre super toll. Elektronisches Gerät, Maschinenteile sind mal wieder kein Auflager. Ah, schön. Aber wir haben auch reparieren müssen, wäre. Ach gut, einfach Mike. Das einst ohne Schutz auf dem Mars herumstehende Kind ist zu einem jungen Mann herangreift. Er hat mehrere Sprachen gelernt, aber er behauptet, dass er immer noch
nicht die nötigen Worte kennt, um zu beschreiben, wie er es überlebt hat. Um seine Verbindung zu den Alten ist, die er ab und an erwähnt. Einige glauben, er sei von Außerirdischen großgezogen worden, aber er bestreitet das. Alle Fragen, so sagt er, können nur in der Sprache der Alten beantwortet werden, da die Sprache das Denken formt und das Denken Zeit und Raum formen kann. Schließlich beschließt Mike, dass die Menschheit hoffnungslos verwirrt und unglücklich ist, und er versucht, eine neue Religion zu etablieren, die die menschliche Natur grundlegend verändern soll, indem er die Sprache der Alten lehrt. Seine Sekte, die soziale Liberalismus lehrt und einige unkonventionelle Familien mit hohen Propagiert, fand in unserer Kolonie schnell Anhänger. Selbstverständlich setzt diese Idee unsere Gemeinschaft zudem unter Druck. Ist nur gut, er soll tun, was er für richtig hält. Wir schicken ihn zurück. Ich weiß nicht, ob das gut war oder schlecht, das ist halt wieder die Sache. Das wäre natürlich, am Ende wäre es wahrscheinlich die voll gute Idee gewesen und da hätte unsere ganze Kolonie um 3 Jahre nach vorne springen lassen, aber nö, wahrscheinlich wäre es genau anders geändert. Wie immer auch. So, wir haben halt wieder ein Maschinenteil. Jetzt haben wir 2, Wahnsinn. Die sollen schneller produzieren. Boah, echt tonnenweise Maschinenteile, das ist das Beschissene. Abheben. Da habe ich auf die Rakete wurde noch nicht bis. Achso, die wurde noch nicht fertig betankt. Die auch noch nicht. Wir laufen immer noch auf Plattform. Warum? Eine gefundene Anomalie. Oh. Für unseren feinen Herrn hier ist es doch eine leckere Schlacht wieder. Was ist denn aktuell eigentlich? Der schwebt hier irgendwo rum. So. Doris hat den Verstand verloren und Selbstmord begangen. Ja, super. Aber wieder haben wir immerhin ein bisschen wieder Dünger. Das ist natürlich auch wieder ein anderer Vorteil. Das Ding müsste repariert werden. Das Ding müsste auch repariert werden. Hey. Ich sehe schon, unser Wasser geht nachher schon wieder nicht. Ich sehe es kommen. So, hier haben wir natürlich auch wieder ordentlich. Also hier drin arbeiten halt tonnenweise Leute, ne? Research complete. A colonist has died. Schon wieder einer gestorben. Das ist ungut, wenn die down sterben. So. Langsam sind aber auch die Deponien hier wieder voll. Deponien wieder platzieren. Dass die Müllhaufen entstehen können. Kommt schon, wir brauchen mehr Maschinenteile zur Wartung. 7,7. Alter, wo soll ich denn 7,7 von dem herkriegen? Irgendwie künstliche Intelligenz erforschen oder sowas, das wäre super. Kreative Biorobotik, ein Gebäude, das die Kommunen ermöglicht, Biorobotern zu experimentieren. Einstein erreicht, okay. Wir haben echt so viele zum erforschen. Landschaft vorkommen und nun ohne Drohnen aus und gehen allgemein schneller voran.
Alle Spitzen können als Fertigbauten auf der Erde bestellt werden. Alle Spitzen. Aha. Das ist doch alles nicht so toll. Die Batterie ist immerhin bummvoll. Also bei Strom sind wir aktuell lagermäßig gut unterwegs, denke ich. Warum geht der Wasserspeicherstand immer runter? Vorhin waren wir noch bei 6, jetzt sind wir bei 3. Wo ist der Fehler? Dann schalten wir dich doch mal währenddessen ab. Können auch währenddessen mal eine von unseren Produktionen hier abschalten. Dann haben wir mehr Leute für andere Produktstätten. Sicherheitsmodus. Was ist denn der Sicherheitsmodus? Ah, hier sicher. Wenn ein Kolonist einen Nervenzusammenbruch erleidet, schläft er ein, wacht nach 6 Stunden mit 70% Verstand wieder auf. Kolonisten können aufgrund der Nervenzusammenbruch nicht Selbstmord begehen und schwächer. Okay, das tun wir auf jeden Fall so setzen. Nee, das war ich nicht, aber das ist so. So war der Plan. Weil das ist natürlich geil, dass die da doch keinen Selbstmord begehen können. Ich schicke jetzt trotzdem nochmal eine Rakete. Einfach, dass wir da... Ich brauche einfach einen Puffer. Das ist aktuell zu viel. Viel zu wenig Arbeiter. 236 eigentlich, aber... 37 sind schon Senioren. Und gut. Passagierrakete könnte 13 wieder mitnehmen. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie wird das schon klappen. So. Ich wusste es, wir sind schon wieder bei minus 2. Weil 2 ausgefallen sind. Ah. Aber wir haben angeblich irgendwo auf der Erde 2 Maschinenteile rumliegen. Das ist super. Das sind alte Überreste aus alten Zeiten und so Zeugs, aber... Langsam haben wir genug Mitarbeiter, aber unser Anfangsding ist halt so komplett so, brauchen wir nicht, warum sollten wir arbeiten? Die Weltraumbar, alles nicht belebt irgendwie. Okay, klar, ich tue jetzt auch hier ganz schön eingreifen die ganze Zeit, das darf man auch natürlich nicht vergessen. So. Jetzt sollten wir genug für Reparaturen fürs Erste haben, hoffe ich mal. Dann können wir gleich was das da wieder anpumpen. So. Der Tagmodus aktiv, dann machen wir wieder 400 plus. Ihr habt alle Wohnungen, ihr müsst sie bloß finden. Weltraumkommunismus heißt jetzt bei mir als
Buff. Keine Ahnung. Ich habe bezahlt doch keinen Kommunismus. Was soll das jetzt heißen? Na, da sind die letzten drei Ladungen. So. Das ist gut, dass das schon mal so schön steigt. Ich muss es selber nur noch mit Maschinenteilen passieren, damit wir die stabilisiert kriegen. Fun Fact, die Verwartung ist jetzt gestiegen. Wir haben aktuell... Irgendwie fehlt uns Beton. Depot für Eisen. Das sollte eigentlich hier bei euch schon sein. Irgendwie ist das ganze System ein bisschen überfordert. Wie viel produziert der? Stromerzeugung 48. Der macht 80. Das ist schon mal vorteilhaft. Der ist... Den reißen wir ab. Der ist komplett unnötig. Coole Idee gewesen, aber... Aktuell nur Verschwendung. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber... Wir haben ein bisschen mehr... Wieso 6... Hä? Warum meckert denn der, dass das auf einmal low ist? Okay, wir verbrauchen wieder viel, aber... Funding received. Tun hier oben mal so ein Atomreaktor-Gedöns hinstellen. Noch so ein Solar Array. Dann haben wir da sozusagen ein bisschen... Vielleicht kann man das später zu Geothermalenergie umwandeln. Das wäre geil mit so einem fetten Gerät. Irgendwie, das wäre schon cool. Aber ich glaube es irgendwie, ehrlich gesagt, nicht. So, der Akku wird jetzt geladen. Ladet mit 50 eigentlich. Ja, ich habe irgendwie vermutet, das ist schon wieder dieselbe Anlage, ja. Die macht nur Crop Failure. Ihr werdet mal vernichtet. Das Ding verbraucht auch Wasser, das ist ja dann unnötig. Das ist ja dann unnötig, wenn das dauernd schief läuft. Inaktive Schicht, aha. Die habe ich ja für das deaktiviert. Da arbeiten sie schön dran, da kriege ich schön Eisen raus. Produktion pro Zoll 21. Das Ding lässt sich sehen. Auch deaktiviert fürs Erste. Dem fehlen Ressourcen. Und hier, ja, hier steht auch alles still. Hier ist zwar eine komplette Unterkunft, auch pumpvolle Unterkünfte. Aber hier arbeitet kein Schwein. So. Polymer funktioniert da gut dafür. Dann tun wir Polymer aber auch mal ein bisschen reduzieren, wenn Polymer so hoch im Kommen ist. Schauen wir, wie es dann ausschaut. Aktuell immer noch eine Produktion von 10 angeblich. Überfällige Touristen. So. 7 Touristen, genießt den Urlaub, freut sich wieder auf zu Hause.
plus 10 Zoll ist dann, wenn sie einfach nur noch weg wollen. Aber okay. Das kriegen wir alles geregelt. Die Rakete ist unterwegs. Vielleicht sollten wir mal ein paar Seniorenplätze wieder bauen. Ist halt teuer, ne? So. Ja, ihr könnt gleich. Ich könnte gleich fliegen. Sektor scanned. Neue Anomalie. Oh, schon. Es gibt noch mehr Anomalien. Mal gespannt. Jetzt haben wir dann wirklich ein paar Touristen schon. Die auch wieder zurück wollen. Na, schauen wir noch 2-1 schauen. Die Produktion ist jetzt um einiges niedriger wie der Verbrauch in dem Fall. Und auf das spricht keiner an, ne? Was ist, wenn wir jetzt Polymer für Nahrung anbieten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was passiert dann? Resources are low. 27, es hält sich noch gut. Klar, es wird immer weniger, aber es hält sich. Für 50 Polymer 135. Nee. Das bringt sich ja dann nichts. Ankommende Touristen. Kann ich die dann nach Hause schicken oder wie ist das? Ich weiß ja nicht, was die machen, aber die... Akzeptieren wir doch gleich. Eigentlich müsste ich die doch hier zurückschicken können, oder? Reisen, Touristen. Ah, ein Nachschauen. Wir lassen die Maschine jetzt einfach mal hier so stehen. Schauen wir, da müssen doch eigentlich dann ein paar Touristen noch mitkommen, oder? We have a food. Warum? Wie? Wir haben hier einen Lebensmittelladen. Einer, der zurückfliegen will? Sehe ich hier irgendwas falsch? Oder was ist mit den... Wir verlegen Fristen. Flieg doch zurück. Hier ist eine Rakete, die zurückgeht. Ich weiß nicht, wie das mit den... 5 überfällige Touristen. Warum fliegen die nicht nach Hause? Ja nicht freiwillig zurück, das ist ja das Problem. Sonst werden die ja schon lange wieder auf meinem Weg, aber die fliegen ja nicht nach Hause. Ich platziere mal hier noch eine Landefläche. Relativ günstig. So. Ah, unser Wasser ist im Plus. Oh, wir haben schon wieder 1000 gespeichert. Das ist Vorteil auf 3 Solls, hält schon. Widerständige Vegetation.
halbiert den Wasser- und Temperaturbedarf von Gras, Büschen und Bäumen, Nutzpflanzen auf offener Farm. Okay. Cool. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.